Bibi und Tina, Folge 110, Wirbel um Mikosch. Bibi hat Schmetterlinge im Bauch. Mikosch ist endlich wieder in Falkenstein. Er trainiert das ungarische Pferd Scirocco, das der Graf gekauft hat. Und er soll den ganzen Sommer bleiben. Tina und Alexander sorgen dafür, dass Bibi und Mikosch viel Zeit zu zweit verbringen können. Doch dann taucht plötzlich ein Mädchen namens Sylvie auf. Lasst uns doch jetzt gleich mal in die Geschichte reinhören. Hey, Alex! Hallo, Tina! Na, Bibi, schon Herzklopfen? Haha! Achtung an Gleis 1. Es fährt ein der Regionalexpress nach Rotenburg. Ist das Pferd eigentlich schon da? Scirocco, meine ich. Er ist vor 3 Stunden mit einem Güterzug gekommen und steht jetzt in einem mobilen Stall im Bahnhofsschuh. Wir nehmen ihn gleich mit zum Schloss. Bibi! Tina! Hey, Alex! Mikosch! Willkommen in Falkenstein! Hi! Ich bin so froh, dass du... Hey, Mikosch! Ich wollte mich noch verabschieden. Das war echt nett. Sehen wir uns mal, solange du hier bist? Ja, klar. Warum nicht? Das sind übrigens meine Freunde Bibi, Tina und Alex. Hallo! Ich fahre noch weiter bis Rotenbrunn. Okay. Tschüss! Mach's gut! Tschüss! Wer war das denn? Sylvie! Sie saß im Zug neben mir und besucht ihren Onkel über die Ferien. Aha. Gut, dann lasst uns jetzt Scirocco holen und zum Schloss reiten. Gern. Wie wär's gleich mit einem Wettreiten? Klar, abgemacht. Meinst du, Scirocco ist dafür schon fit nach der langen Reise? Du wirst dich wundern, Alex. Kurz darauf reiten die 4 Freunde zum Schloss. Bibi auf Sabrina und Mikosch auf Scirocco liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, während Tina und Alexander auf Amadeus und Maharaja etwas zurückfallen. Es ist für alle ein großer Spaß. Und am Ende gewinnt tatsächlich Mikosch auf Scirocco. Auf dem Schlosshof wartet schon Alexanders Vater, der Mikosch und sein neues Pferd gleich begrüßt. Hallo, Mikosch. Willkommen auf Schloss Falkenstein. Danke, Herr Graf. Das gilt natürlich auch für dich, Scirocco. Einen Apfel? Lass ihn dir schmecken. Ein echter Prachtkerl, findet ihr nicht? Mhm. Allerdings könnten seine Hufe bei Gelegenheit ein paar Eisen vertragen. Er ist ja jetzt nicht mehr in der wilden Puste. Ich kümmere mich darum. Gut. Und es kann ihn immer noch niemand anderes reiten als du, Mikosch? Bisher nicht. Janosch hat es einmal versucht, aber... Er hat ihn abgeworfen? Nein. Janosch konnte aufsitzen, aber Scirocco blieb wie angewurzelt stehen. Tja, solch edle Tiere haben oft einen eigenen Kopf. Alles eine Frage der Geduld. Man muss noch eine Weile mit ihm arbeiten, bis er andere Reiter akzeptiert. Genau dafür bist du hier, Mikosch. Sie können sich auf mich verlassen. Ja, das weiß ich. Aber vorher hätte ich Lust, es selbst einmal zu versuchen. Na, was meinst du, Scirocco? Also, Vater, ich weiß nicht... Was soll schon passieren? Probieren geht über Studieren, Alexander. Ganz ruhig, Scirocco. Ganz ruhig. 1, 2 und... Oh. Na, also, geht doch. Und jetzt los, Scirocco. Na los, ein paar Schritte. Komm. Keine Chance, Herr Graf. Scirocco will nicht. Er denkt nicht mal dran. Das merke ich. Nun denn. Tja, sieht wirklich so aus, als müsstest du eine ganze Weile hierbleiben, Mikosch. Wie schön. Da es bereits Abendbrotzeit ist, begleiten Mikosch und Alexander den Grafen ins Schloss. Bibi und Tina reiten zurück zum Martinshof. Aber gleich am nächsten Morgen treffen sich alle 4 wieder. Mikosch will mit Scirocco arbeiten und braucht ihre Hilfe. Doch was sie auch versuchen, das Wildpferd lässt niemanden außer Mikosch auf sich reiten. Nicht Bibi, nicht Tina, nicht Alexander. Gegen Mittag stoppen sie alle Versuche und beschließen, einen Ausflug zu machen. Und schon bald sind die Freunde mitten im schönsten Wettreiten. Ja, Amadeus! Zeig sie, meine Süße! Schneller, Maharaja! Wo bleibt ihr denn? Scirocco schläft gleich ein! Was, mein Großer? Also ich geb auf. Oh! Ich auch. Oh! Ich nicht! Hey, Sabrina!
Willst du mich etwa einholen? Natürlich! Schneller, Scirocco! Hier, Sabrina, los, los! Wer zuerst an der alten Eiche ist! Ist gut! Was dagegen, wenn ich dich überhole? Nein, wenn du es schaffst. Mal sehen! Puh, gleiche Höhe habe ich schon mal. Gib alles, Sabrina! Ha, da ist schon die alte Eiche. Endspurt, Scirocco! Unentschieden! Aber ganz knapp! Oh, Sabrina! Wollen wir den beiden eine Pause gönnen? Wir können uns unter den Baum setzen. Wie wär's? Ja, gut. Während Mikosch nach einem gemütlichen Platz sucht, bleibt Bibi noch kurz hinter Sabrina versteckt. Was treibt sie denn da? So, meine Süße, jetzt wollen wir mal für ein bisschen romantische Stimmung sorgen. Elemene kleiner Riese, Blumen auf der ganzen Wiese. Hix, hix! Bibi, sieh nur! Hier ist ja alles voller Blumen. Schön, oder? Und wie? Du, ich wollte dich mal was fragen. Oh, und was? Ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll. Oh, du kannst mir alles sagen, Mikosch.